Hallo Leute und ja, willkommen beim Landwirtschaftssimulator 15 und es ist soweit, wir gehen schön shoppen und zwar werden wir jetzt alles Scheiß Traktoren, der reinste Schrott, immer noch schlecht und noch schlechter, schlecht, 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 der ist okay, den haben wir. Und jetzt geht's dann so langsam mit der höheren Klasse los. Aber nein, es gibt noch stärkere. Der ist zwar, ich hätte den finde ich optisch schon irgendwie geil, aber auch dieser fette Krümmer oder was auch immer das ist, hier so ist. Aber naja, der hat halt ein paar wenig PS. Ne? 565 ist nichts im Gegensatz zu 692. Ansonsten geben die sich nicht viel. Also, das hier wird der neue sein, weil er der stärkste ist. Und da ist er. Also, noch sehe ich ihn nicht, aber er ist da irgendwo. Wir werden direkt auch noch einmal den Flug kaufen, den ganz großen, zack, kaufen. Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach unserem Traktor. Wo ist er? Boah, das ist doch kein Traktor mehr, oder? Meine Fresse nochmal. So, kann der vorne? Ja. Dann brauchen wir, denke ich mal, auch noch ein Friesengewicht. So, dann kaufen wir auch noch das größte Gewicht, was wir finden. Ne, nicht die hier, sondern am besten diese hier. So, gucken wir gerade mal. 1000, 1800, das ist ja hier für den Radlader. Da, ich glaube 1000, da sind wir schon gut dabei, ne? Die hier, oder die Standardgewichte, was haben die? Nein. Nein, da waren sie. 1600. Ist wahrscheinlich schwerer, ne? Dann nehmen wir das lieber. Also das ist auch echt kein Traktor mehr, ne? Aber ist ja auch egal. Also ich finde den echt nicht hübsch, weil der so zweigeteilt ist. Der hat so eine Wespenteil hier, aber naja. Der soll uns ja nur helfen, die Arbeit abzunehmen. Ist ja ein krankes Vieh, also ja. Was mich ein bisschen fertig macht, ist, dass der halt so eine Steuerung hat. Ach Mist. Nee, warte mal, eigentlich sind wir doch hier richtig. Ach, der kann vorne gar kein Gewicht nehmen. Ach, guck an. Geht wahrscheinlich nur hinten. Aber hinten wollen wir den Flug haben. Na gut. Ja, was mich ein bisschen nervt, ist, dass er so eine Steuerung hat, wie jetzt der, wie so ein Radlader. So, und schaut euch das Ding mal an. Tada! Fahren wir das mal durch die Gegend. Nein, so, wir fahren jetzt mal zu unserem Hof. Mich würde echt interessieren, wie der hier den Berg hochfährt, wenn der da so einen fetten Anhänger hinten hat. Na, den Ladewagen oder sowas als Beispiel. Tja, dieses Gespann hat uns eine halbe Million gekostet, ungefähr. Aber hier auch mit Ketten, ne? Das ist echt, echt krank. Wie so ein Panzer. Felder erstellen, zulassen. Ne? Das ist diese Geschichte hier. Also ich hätte ja echt gerne. So, dann wollen wir den einmal drehen. So, das Felder erstellen zulassen. Also ich probiere das mal. Aber das ist... hat beim letzten Mal nicht funktioniert und das wird diesmal mit Sicherheit auch nicht funktionieren.
Das finde ich echt schade, ne? Dass das so nicht geht. Weil Pflügen ist echt kein Vergnügen. So. Na gut, dann müssen wir das. So, wir machen das auch auf das mit Begrenzen und allem. Und so, Flug senken. Und auf geht's. Ah, das geht auch nicht. Ist ja auch lustig. Okay, dann müssen wir das mit Felder erstellen zulassen machen. Oh Gott. Nicht über die Straße. Okay, es versickert wieder. Asphalt ist doch stärker. Aber das ist halt eine mühselige Arbeit, selbst mit der Maschine, ne? Und stellt euch mal vor, den Flug hinter einem Traktor, der nicht so geil ist. Uiuiui, das hätte gedauert. Wir hätten die vorher auch theoretisch noch mähen können und sowas, aber wir haben so viele Flächen. So, hier vorne werde ich dann straight hier so runter. So einen kleinen Rand zum Zaun lassen wir da mal mit Absicht. Hätte eigentlich sowieso ein bisschen noch größer sein können, der Rand. Und hier vorne... Ja. War jetzt schon relativ weit gefahren, aber gut. Ich bereue es irgendwie, dass wir nicht einfach irgendein Feld genommen haben. Weil das ist jetzt so... Und das ist auch... Ich habe gerade Gewissensbisse. Weil wir kriegen das nicht so gerade hin. Das ist das Blöde. Und auch diese... Dieses Hoch-Runter, das ist hier so ein Problem. Hier, der geht immer hoch-runter, sticht rein, geht wieder raus. Hier kriegt er auch wieder nur die Hälfte mit. Das ist natürlich nicht gerade Qualitätsarbeit. Naja, guckt euch das mal an, ne? Das ist nicht so geil. Ja, das Feld ist dafür irgendwie... Oh Mann. Ich werde diesen Flug wieder verkaufen. Ja, das könnt ihr mit dem Pflügen, das könnt ihr einfach vergessen. Das ist auf diesem Feld... Oh Gott, oh Gott. Drehen. Drehen? B? Oh je. Jetzt dreht er sich komplett. Oh mein Gott. Oh nein, nicht hier auch noch wieder rein in den Boden. Zuklappen. Ach, hier kann man die nur zuklappen. Na gut. Ja, sorry, aber das mit dem Flug... Oh, nee, dann kaufe ich mir lieber oder dann kaufen wir uns lieber irgendein schönes Feld und dann machen wir da Kartoffeln. Das ist sonst, ist mir irgendwie lieber. So, tut mir leid, lieber Flug. Wir hatten einen Versuch und naja.
Bisschen Geldverlust gemacht, 48,6 kriegen wir wieder. Was haben wir bezahlt? 81 sogar, ne? Nee, das wird hier gar nicht hinkommen. Flug, 81, ja, tatsächlich. Ja, 30.000 in Wind geschossen, das tut weh. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, dann gucken wir mal, dass wir hier Kartoffeln bekommen. Sämaschinen, Grimme. Zack, zack. Her damit, meins. Unser. So, da steht es. Ja, und dann wären wir nämlich mal, dann hätten wir das nämlich dann irgendwann abgehakt. Dann machen wir nämlich mal schön Kartoffeln. Sieht zwar ein bisschen doof aus, jetzt das gesamte Gespann, aber naja, was soll's. Interessiert mich nicht. So, dann müssen wir mal kurz gucken. Wo kann man denn hier auffüllen? Müssen wir da zu unserem Hof? Nicht zwingend, ne? Ich glaube, wir können das ja auch Gartencenter, dann können wir auch zu unserem Hof fahren. Die Frage ist jetzt, welches Feld? Welches Feld bietet sich an? Welches ist groß? Ich tendiere ja fast Richtung 16, ne? Das ist die ist da oben. Muss ich mal kurz gucken. Ah, von der 25. Muss man da runterfahren? Da oben, 5, 6, 7 sind auch große Felder. Die 15. Doof, dass wir die 22 und 27 schon in Benutzung haben. Die wären auch nicht so schlecht gewesen. Ich glaube, ich nehme die 34 statt der 16. Da kommen wir eher mal vorbei. Und ich glaube, wäre besser. So, das heißt, wir werden jetzt die Maschine hier füllen. Und dann werden wir in der nächsten Folge dann Kartoffeln aussäen, ausernten. Und das Ernten, das kommt natürlich dann, wenn es gewachsen ist, ne? Das ist doch klar. Ich wollte ja füllen, genau. Fast vergessen. Das wäre ja was gewesen. So. Der hält das aus. Tja, für die Kohle, ne? Ich hatte mir irgendwie doch mehr erhofft. Aber gut, das liegt jetzt eher an dem Flug, der mich enttäuscht. Naja. Also, Leute, wir machen hier ein kurzes Päuschen. Nächste Folge geht's dann hier weiter und dann werden wir Kartoffeln aussehen. Also, macht's gut. Bis zur nächsten Folge hier beim LS15. Macht's gut, bis dann.